euch. Ihr hört zwar ein bisschen, bevor ich richtig anfange, ich bin zwar ein bisschen angefragt, aber kommt schon, das hält mich nicht vom Vloggen ab. Leute, wir sind zurück mit einem kleinen Vlog von mir und ich setze mich mal ein bisschen entspannter hin, weil es ist ein bisschen entspannt heute, es regnet zwar ein bisschen draußen, aber naja, wenn man blödes Wetter hat, ist man halt drin und man hat so ein bisschen seinen Spaß. Und Leute, eine Sache vorab, ich werde etwas vorbereiten. Ich weiß nicht, wie sehr euch auf Specials freut, aber in 2 Monaten und einer Woche ungefähr ist es soweit. Dann kommt ein Special, ein Jubiläum, das ich habe. Da freue ich mich mega drauf. Ich bin jetzt schon dabei, die ganz alten Dateien zusammenzuschustern. Es ist ein 10-jähriges Jubiläum, also ich bin dabei, Dateien aus 2008 herzuschustern. Ich gehe mal kurz. So, wie gesagt, ich bin dabei, gerade Dateien aus 2008, 9, 10, 11, 12 bis 2018 jetzt hier ranzuschaffen irgendwie. Ist gar nicht so einfach, wenn ich nur Dateien habe ab 2014 und der Rest mit anderen Kameras aufgenommen wurde. Ist es gar nicht mal so einfach. Ja. Das wird recht schwierig. Ich werde es hoffentlich hinbekommen. Leute, ich habe jetzt viel gebabbelt. Deshalb, ich füge euch mal ein paar Bilder ein. Oder füge euch mal eine kleine Szene ein. Worum eigentlich es in meinem Jubiläum. So Leute, ich wollte euch ja sagen, worum es hier geht im Jubiläumsvideo dann in ungefähr 2 Monaten. Es geht um 10 Jahre Bergrennen. Ich habe mein Jubiläum. Und Leute, ich füge euch hier gerade mal ein paar kleine Videos hinten dran ein, was ich denn schon alles erlebt habe. Ich habe jetzt leider nur Videos auf Lager von 2017. Leider Gottes, mehr habe ich leider nicht. Sorry, aber naja, die müssen jetzt ausreichen dafür. Aber Leute, ich hoffe wirklich, es reicht für euch, damit ich mal 2017er Videos einfüge. Da sind nämlich ein paar dabei. Doch, ihr habt alle schon gesehen. Den Rest weiß ich nicht, wo das ist. Leute, schaut einfach weiter das Video an, da erfahrt ihr ein bisschen mehr, worum es eigentlich im ganz Großen geht, inklusive meiner Highlights. Ja Leute, jetzt habt ihr gesehen, worum es geht. Das ist mein 10-jähriges Bergrenn-Motorsport-Jubiläum. Und darauf freue ich mich mega, damit es am 8.06.2008 mein allererstes Bergrennen in Trier. Ich weiß aber nicht, ob da noch Bilder existieren oder Videos. Ich kann mal schauen, ob ich noch DVDs finde. DVDs davon habe ich auf jeden Fall noch. Wovon ich noch DVDs habe, damals mein Vater, ich glaube 1992 in Gründau oder 2007, ein Jahr bevor ich mitgefahren bin, war er auch schon in Trier. Da habe ich auch noch eine DVD davon. Also ich habe noch haufenweise DVDs und ich möchte einfach das mit euch teilen. 10 Jahre Motorsport bei mir. Also wirklich, seitdem ich 7 Jahre alt war, bin ich wirklich regelmäßig auf Motorsportveranstaltungen gefahren. Und das hat nie wieder aufgehört. Sorry, wenn die Szenen jetzt etwas länger sind, aber ich muss es halt so ein bisschen erzählen. Es ist wirklich unglaublich, seitdem ich 7 Jahre alt bin, fahre ich regelmäßig auf Veranstaltungen in ganz Deutschland. Seit 2011 sind wir sogar im Ausland, also in Luxemburg. Wir waren sogar einmal kurz vor der belgischen Grenze in Lorenzweiler. Aber vielleicht, aber auch nur vielleicht, deshalb habe ich es noch nicht in meinen Plan reingeschrieben, in den Veranstaltungsplan, steht dieses Jahr auch ein Zwischenstopp in Belgien, in Spa-Francorchamps an, zu den GT4 Series, wo unter anderem auch Felix von der Laden teilnehmen wird. Soweit ich das aus seinen Videos entnehmen konnte. Aber es steht halt noch wirklich das noch nicht fest. Den Plan, den ich in Discord übrigens gepostet habe, den blende ich euch jetzt gerade mal schnell hier ein, der steht komplett fest. Der ist finito. Das sind alle Veranstaltungen, die bombenfest sind. Die werden nicht mehr abgesagt. Dann muss ich ja so halten, die werden nicht abgesagt. Es kann aber noch Zeugs dazukommen, ja. Ich habe zwar öfters gesagt, da ändert sich gar nichts mehr. Das war auf Absagen bezogen, noch nicht mal verschoben werden sie.
Das ist wirklich Hammer, wie viele Veranstaltungen wir haben. Ich habe durchgezählt. Ich habe noch eine Word-Datei übrigens für mich. Da habe ich 36 oder 37 Veranstaltungen dieses Jahr. Okay, im Hinblick auf 365 Tage ist das nicht viel. Das ist etwas mehr als ein Monat, wo ich dann unterwegs bin. Aber aus dem Beruf, den ich vermutlich ausüben werde, eine Ausbildung starte, bin ich dann vermutlich sogar 100 Tage und mehr unterwegs, weil das ist wirklich knochenhart, du bist wirklich sehr, sehr viel unterwegs. Und Leute, da das Jubiläum ist, demnächst blende ich ja schon mal ein paar kleine Daten ein, dass das Jubiläum betrifft. Und übrigens, für die Zuschauer, die aus dem Norden kommen, für die habe ich eine gute Nachricht. Ich bin dieses Jahr direkt an der sächsischen Grenze für ein Wochenende. Anfang Juni, ein komplettes Wochenende von Freitag bis Montag, bin ich, wie gesagt, direkt an der sächsischen Grenze in Halbern-Heiligenstadt beim E-Bergrennen. Zum ersten Mal übrigens. Das sind von uns, lass mich schätzen, 380 Kilometer Anfahrt, wir runden auf 400 Kilometer haben wir Anfahrt. Und dann sind es auch wieder 400 bis nach Hause. Sind wir schon mal bei 800 Kilometer. Ich weiß nicht, ob wir nochmal Umweg fahren oder nicht. Ich glaube eher nicht. Aber 800 Kilometer für ein Wochenende. Nur Hinfahrt 400. Das ist der Hammer. Das ist wirklich Wahnsinn. Unser weiteste war bis jetzt 335 Kilometer, um genau zu sein. Das war bis nach Zusmershausen. Das ist unten bei Augsburg. Ja, habe ich auch einen Vlog drüber gemacht. Bergrennen Mickhausen. Das ist dann von dem Zusmershausen Hotel, glaube ich, auch nochmal 20 Minuten Autofahrt. Ja, also das ist wirklich, ich schätze auf knapp auch 370 Kilometer insgesamt. Da muss man auch rechnen, dass wir 330 Kilometer hin, dann nochmal 35 an die Strecke, sind wir schon bei 370, müssten wir da ungefähr sein. Dann nochmal 30 zurück, 400, nochmal 30 hin, 430, 30 zurück. Ja, doch, kommen wir auch auf gut 800 Kilometer. Leute, Wahnsinn. Und das, da seht ihr mal, wie viel wir so fahren, aber das ist auch wirklich nur eine Sache, da fahren wir einmal im Jahr. Dieses Jahr, da Mickhausen ja ausfällt 2018, haben wir nach einer Alternative gesucht. Da es hier aber nichts gibt, was so richtig, wo richtig viel los ist, haben wir gesagt, komm, wir fahren mal nach Iberg als Alternative. Ist dieselbe Distanz, vielleicht 30, wie gesagt, 30 Kilometer Unterschied. Dieselbe Distanz und ja, Leute, so ist das. Wir fahren wirklich einiges. Für unser Hobby tun wir alles. Ich kann euch mal, wenn ich es ausgerechnet habe, wenn ich mal so durchgeguckt habe und das wirklich ausgerechnet habe, sagen, wie viel wir so im Durchschnitt jedes Jahr zur Veranstaltung fahren. Das ist auf jeden Fall im fünfstelligen Bereich, was wir jedes Jahr fahren. Das kann ich sogar sagen, ist mittleren fünfstelligen Bereich. Also zwischen 10.000 und 20.000 dazwischen drin. Müsste das sein. Es müsste sogar noch mehr sein als 20. Ich weiß es nicht. Ich gucke nochmal. Ich rechne das nochmal aus. Aber ich denke, zwischen 10.000 und 20.000 werden wir auf jeden Fall sein, was wir pro Jahr auf Veranstaltungen fahren. Übrigens, Leute, wer sich fragt, was für Fahrzeuge das sind, ne? Wir legen uns jetzt mal ganz chillig hin. Wer sich übrigens fragt, welche Fahrzeuge das sind, da blende ich euch jetzt mal schnell zwei Bilder ein. Ich versuche ungefähr die zu treffen, die uns gehören. Ich kann es selbst nicht glauben, aber ich habe es geschafft. Das sind tatsächlich diese beiden Bilder jetzt von den Autos, die ihr gesehen habt. Übrigens, genau in derselben Farbe, genau in derselben Ausstattung, wie wir haben, habe ich noch gefunden. So, jetzt habt ihr mal die beiden Fahrzeuge gesehen, die wir einsetzen. Wir fahren jetzt nicht so neue Autos, sowas wie Audi A6 oder... Nein, um Himmels Willen, wir haben es nicht so mit neuer Technik. Wir vertrauen lieber auf das alte Material, wo du noch schön Handarbeit anlegen musst. Und
Deshalb habe ich auch gesagt, wenn ich mein erstes Auto kaufe, was nicht mehr so lange dauert, es muss ein altes Fahrzeug sein. Also zwischen 25 und 30 Jahre sollte er schon sein. Und er sollte richtig Bums haben. Also Leistung soll er schon haben. Ich möchte eigentlich, was ich sage bei meinem ersten Fahrzeug, es soll eine 2 vorne stehen. Nein, nicht 2, nicht 20, sondern 200 soll schon stehen. Bei meinem, was ich mir so vorstelle an Fahrzeug für mein erstes Auto. Übrigens Leute, setze ich dieses Video unter die Kategorie Vlogs. Das heißt, der 15. Vlog ist das jetzt schon. Okay, das klingt nicht viel, aber für mich ist das viel. Weil normalerweise mache ich gar keine Vlogs, normalerweise schneide ich auch gar nichts zusammen. Aber ja, wie gesagt Leute, in dem Vlog wird euch jetzt noch einiges erwarten. Jetzt zähle ich euch doch erstmal die Highlights auf von dem, was ich bis jetzt erlebt habe. Auf zu den Highlights. Ich würde sagen, 2008 bis 2010 war jedes Mal nur das Trierer Bergrennen dran. Einmal war Quadersbach. Da war jedoch nichts so Spektakuläres. Außer einmal ein wunderschöner BMW M3 V8 in Gweidersbach zu erleben. War geil. Man konnte dort wirklich bis direkt an das Fahrzeug ran am Start. Das war echt genial. Das finde ich super organisiert. Dazu sage ich nur, das ist echte Fannähe. Und nicht auf 20, 30 Meter zurück und kannst zoomen. Nein. Wirklich, wenn du wirklich 4, 5 Meter am Asphalt dran bist, vielleicht sogar noch weniger. Das ist für mich richtige Fannähe. Ja, also wirklich. So, jetzt kommen wir weiter. Highlight 2011. War ich gerade mal 10 Jahre alt. Bergrennen Trier erneut. Habe ich Marcel Fessler im Audi R8 NMS Ultra kennenlernen dürfen. Er ist Showrunden gefahren. Ich glaube, das war Marcel Fessler sogar. Er ist Showläufe gefahren am Berg. Super Ding. 2011 war unter anderem auch ein Highlight. Durfte ich Georg Blaser kennenlernen. Einige, die in der Bergrennszene aktiv sind, kennen ihn ja bestimmt. Er wurde bekannt durch seine Fahrweise, wahrscheinlich, wenn ich noch richtig liege, BMW 320 Jaguar. Doch dann ist er umgestiegen 2010, 2011 auf einen BMW 134 Jaguar Formelmotor. Richtig krankes Teil, er klang auch mega geil. Da füge ich euch jetzt mal einen Videoausschnitt ein, wie er sich denn so angehört hat. Highlight auf Highlight auf Highlight. 2012, erste Mal in Wohlsfeld bei Bitburg, gleich mal Driftshow von Christian Wiedmann, Oliver Harsch und Ralf Spaniel miterlebt. Für mich übrigens der Favorit und Sound ist Ralf Spaniel heute noch. Ralf, wenn du das Video siehst, geiler Sound. In seinem BMW 640 RS ist das, glaube ich, das Ding hat einen Mörder-Sound. Leute, da füge ich euch auch mal noch jetzt hier ein, zwei Ausschnitte ein, wie sich das Monster anhört. Wer volle Lautstärke auf YouTube hat, fahrt ein bisschen runter. Das Ding ist verdammt laut. Highlight auf Highlight auf Highlight, ich habe es zwar schon gesagt, aber nochmal, es kam Highlight auf Highlight. 2013, 14, 15, 16 durfte ich alle Jahre wieder nach Mickhausen fahren. 2013 und 14 sogar nach Glasbach. Bei Erfurt durfte ich dorthin fahren. Und das war jedes Mal eine geile Veranstaltung. Jedoch Glasbach, das war 2014 nicht so mein Fall, weil das ist eine 5,5 Kilometer lange Strecke. Wenn dort mal irgendwas passiert, die haben über eine Stunde gebraucht, eine Ölspur wegzumachen. Blöd, ne? Aber hey, dafür 5,5 Kilometer lang eine Stunde für eine Ölspur, ist ein bisschen lang, ne? Aber naja, Glasbach war schon geil. Warum sage ich, Mickhausen war geil alle Jahre wieder? Weil ich habe dort sehr viele neue Leute kennengelernt, mit denen ich heute noch sehr gut befreundet bin, über Facebook Kontakt halte. Einige darf ich jetzt sogar wieder treffen in Eschdorf in gut 5 Wochen. Darf ich wieder sehr, sehr viel treffen. Eschdorf ist übrigens in Luxemburg. Ziemlich etwas im Land ist das. Aber ich darf dort mal Leute wieder treffen, die ich seit Mickhausen 2017 nicht mehr gesehen habe. Ganz, ganz viele.
Und auf einen freue ich mich besonders, aber den Namen, den sage ich jetzt erstmal nicht. So, ich würde sagen, warum Mikhausen ist jetzt mein Highlight war. Ich durfte kennenlernen Dusan Neveril im Norma M20 FC. Judd war das, glaube ich. Der hat einen Formel 1 Sound gehabt. Und das Ding ist marschiert wie nichts anderes. Dann durfte ich kennenlernen Gottfried Kramer. Das ist, ich finde es wirklich erstaunlich, in welchem Alter dort Leute noch Motorsport fahren. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie alt er ist, aber es ist echt krass, wie viele in so hohem Alter, über 60, 70, einer ist sogar schon über 90, müsste das sogar sein, fährt immer noch aktiv Bergrennen. Leute, das ist echt krass. Wir haben wirklich Leute dabei, die sind gerade mal 18, 19, bis hoch 80, 90 haben wir wirklich alles dabei. Aber jetzt gehen wir wieder zurück nach Mikhausen, wenn ich kennenlernen durfte. Leider verstorben. Letztes Jahr müsste das noch gewesen sein. Hermann Waldi durfte ich treffen. Er hatte, soweit ich weiß, 2016 irgendwas am Rücken gehabt. Musste Laufen nochmal neu lernen. Dann hat er, was er, ich glaube, Reschbergrennen war es. Das ist in der Schweiz oder Österreich müsste das sein. Ja, Österreich. Hatte er einen schweren Unfall gehabt. Ist aber, ihm ist nichts passiert, Gott sei Dank. Aber kurz nachdem er wieder ein bisschen Laufen gelernt hat, nachdem er ja was hatte und dann sofort wieder einen schweren Unfall. Leute, das schade eigentlich. Und dann noch kurz darauf ist er dann leider verstorben. Ja, ich kannte ihn dann 3 Jahre lang. Dann weiteres Highlight 2017. Ich, also das war im Oktober. Ja, Oktober 2017. Ich habe ein Konzert von den Fantastischen Vier miterlebt, die ich übrigens Anfang Mai an dem Themenauftrag wiedererleben darf. Ich habe gestern in Facebook gelesen, sie kommen wieder. Ja, da ist mir gerade der Satz abgebrochen, ist mir was reingekommen. Also sie kommen wieder zurück nach Hockenheim. Dann September getroffen, Concrafter getroffen, Daniel Abt getroffen, Patrick Simon getroffen. Wen habe ich noch alles getroffen? De Philipp. Dorset, damaliger Kameramann von Felix, Kati, Felix, Christian Reuter, dem damals der BMW V8 gehörte, wo ich gesagt habe, aus Quaidersbach, der war das, glaube ich, in Quaidersbach. Den habe ich auch mal wieder getroffen, mittlerweile fährt er ein E30, M3 E30 aus den 90ern, fährt er mittlerweile. Ja, es sind jede Menge Highlights, Leute, es ist echt so viele Highlights, da müsste das Video 2-3 Stunden lang gehen. Diese Aufnahme, diese kleine Szene geht jetzt schon relativ lang. Aber Leute, das waren jetzt mal grob gesagt meine Highlights. Mehrere Highlights. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich per Discord oder Facebook anschreiben. Dann schreibe ich euch auch gerne mal, was denn mein persönlich geilstes Highlight war. Leute, es geht doch nicht mal allzu lang. Ich beende das Ding jetzt hier, weil mir geht's richtig, wie gesagt, bin halt angeschlagen, krank und da will ich das nicht allzu lang ziehen. Ich sag mal danke, wenn euch das Video angeschaut habt. Ihr habt jetzt mal einen kleinen Einblick bekommen, was euch im Jubiläumsvideo erwartet. Leute, seid gespannt drauf. Es sind keine, lass mich mal kurz auf mein Datum gucken. Es sind keine 2 Monate, 10 Wochen mehr. Also das wird, Leute, das wird ein Ding. Es sind knapp über 2 Monate. Boah, da kommt noch viel Arbeit auf mich zu. Also ich muss wirklich aus allem was rauskriegen. Boah, Leute. Da habe ich mir vor eine Aufgabe gestellt, ne? Na gut, ich habe gesagt, ich möchte es machen, dann mache ich es auch. 10 Jahre Bergrennen. Boah, das ist schon eine lange Zeit, ne? Na Leute, aber wie gesagt, verabschiede ich mich mal aus dem kleinen Vlog. Das müsste sogar der längste Vlog sein, den ich bis jetzt gemacht habe. Und Leute, aber wie gesagt, ich verabschiede mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Zeigt es mit dem da. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Leute, vergesst das Abonnieren auch nicht. Mich würde es mega freuen, wenn ihr abonnieren würdet. Also Leute, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, reingehauen, Leute. Ciao.